Ja, märchenhaft geht es bei uns im Programm jetzt auch weiter. Wie soll es auch anders sein in der Märchenstadt Alsfeld? Die hat nämlich noch etwas ganz Besonderes zu bieten, und zwar das Märchenhaus, beziehungsweise die Puppenstube im Märchenhaus. Und die haben wir uns vorab schon einmal angeschaut. Viel Spaß. Wir sind hier in der ersten Stube des Märchenhauses in Alsfeld. Puppenstuben, über 80 Stück, von 1850 bis 1950 kann man hier bestaunen, die eine lange Geschichte hinter sich haben und meistens auf jeden Fall die älteren Modelle, ja, manchmal sogar zwei Kriege überlebt haben, was erstaunlich ist. Wir haben sie, mein Mann und ich, restauriert, um ein Stück deutsche Wohnkultur, die oft sehr detailverliebt war und handwerklich perfekt Realität nachgestellt hat. Wir haben hier die 50er Jahre, typisch dafür die Farben rosa und gelb, eine erste Eckbank, noch ein kleiner Schreibtisch, aber das Indiz der 50er ist der Nierentisch und die Schutenlampen. Die Technik ist eingeführt worden. Es steht hier schon ein kleines Radio, ein Fernseher und die große Hilfe für den Haushalt. Es gibt schon eine Waschmaschine. Aber immer, es ist noch ein Spielzeug, wirklich mehr denn je. Die Kinder haben die Puppenstuben an Weihnachten unter den Tannenbaum gestellt bekommen, um dann die langen Tage zu verspielen. Und sobald es Februar wurde, kam das wieder auf den Speicher. Also kurze Beglückungen für Kinder. Ein Exemplar hier ist noch das Bauhausmodell. Und ein wunderschöner kleines Hausboot, was vollständig eingerichtet ist für das Leben auf den Fluss, übrigens an der Loire in Frankreich. Und das hat ein Vater für seine Kinder in Walserholz hergestellt. Ja, wir gehen weiter. Der Stamm dieser Sammlung kommt aus dem Erzgebirge. Da haben viele Familien das Holz, das sie dort auffanden, in Spielzeug umgesetzt. Mein Urgroßvater war Schreinermeister, und wenn man hier das so sieht, es ist ein Modell, kein Spielzeug gewesen, ein Modell für ein Leipziger Ehepaar. Und es ist ein wohlgelungenes Stück aus einem Intarsien belegt mit einem Spiegel. Es ist Eichenholz in allen Möbeln verwendet worden, wunderschöne Fenster. Und dieses Zimmer wurde tatsächlich gleich auch von dem Paar benutzt für die Umsetzung ihrer eigenen Schlafzimmer. Und hier haben wir jetzt, der Urgroßvater hat sich gefreut, dass er einen Erfolg hatte und hat einen Kasten darum gemacht. Diese Puppen da drin sind später reingekommen, es sind zwei Käthe-Kruse-Puppen drin, ein Hutschenreuter, Porzellan und ein echtes Ölbild der Comer See hängt darüber. Die Herkunft ist also aus dem Erzgebirge, dass die viele Puppenstuben waren Prototypen, die in die ganze Welt dann verschickt worden sind, und manche sind auch gar nicht bespielt worden. Andere wieder sind dazugekommen, wie viele Alsfelder jetzt hier auch, mindestens 5 Stuben sind mittlerweile aus dem Raum Alsfeld hier dazugekommen und haben hier einen guten Platz gefunden. Die Puppenstuben waren in den Anfängen
kein Spielzeug in dem Sinne, wie wir das heute kennen. Eigentlich waren sie Erziehungsmittel und ein Lernen in die Rolle des Mädchens, das mal eine Hausfrau werden sollte und durchaus auch ihre Qualitäten hier in so einer Küche dann lernen sollte. Und man hat da Wert drauf gelegt, dass alles perfekt funktionierte. Es gibt die Herde, die sind aus Eisen gegossen, sie sind mit Esbit zu beheizen, es gibt einen Fleischwolf, eine Kaffeemühle, es ist ein perfektes Zusammenspiel aller Utensilien, die man in der Küche braucht. Und das war auch Sinn der Sache, das Mädchen sollte sich früh identifizieren, es wurde auf Sauberkeit Wert gehalten, es wurden kleine Tischdecken gehäkelt, schöne Gardinen hergestellt, also dieses Repräsentative des bürgerlichen Mädchens, das seine häuslichen Qualitäten im Haushalt und in der Küche zeigte, war ganz wichtig, das zu trainieren. Die Stuben hier in diesem Raum sind alle so um das 19. Jahrhundert, im 1910, 1920. Es gibt einen Salon, da wird Klavier gespielt, es gibt die Pendeluhren und besonders deutlich werden auch solche bürgerlichen Attitüden, der Bücherschrank und ein um die Jahrhundertwende die Mode der Chinoiserie. Man liebte Dinge, die aus China kamen. Und hier ist eine chinesisch anmutende Salontapete zu sehen. Ja, dieses Haus hier ist nochmal typisch für die Puppen, die hier gedrechselt die meisten sind. Eine Biegepuppe ist noch dabei. Die meisten sind auch aus Holz gedrechselt und haben eine kleine Stube hier mit funktionierenden Wohnzimmer. Da ist ein Fauteuil mit drin. Es gibt ein Kinderzimmer, ein Schlafraum und an der Küche ist dann der Zugang zu dem Balkon. Es steht drüben mit dem altertümlichen Namen Villa Elfriede. Ja, hier ist eine besondere Küche. Die Hygienemaßnahmen um die Jahrhundertwende waren noch nicht so ausgereift. Es gab keine Bäder. Hier gibt es das sogenannte Frankfurter Bad mit einem Bollerofen. Und das fällt also aus dem Rahmen zu allen anderen Stuben. Hier beginnt offensichtlich schon mal ein Hygienewandel, dass eine Badewanne in der Küche fest installiert ist durch den Heizofen, der blaue dort in der Ecke gut zu erkennen ist. Ansonsten ist es noch alles ganz traditionell. Dieses Haus habe ich aus einem Kontakt mit einem älteren Herrn in einem Park in Frankfurt. Er war damals schon weit über 90. Ich habe mein erstes Kind ausgefahren. Wir haben uns über Zeitvertreib unterhalten und er erzählte mir, dass er 3 Töchter überlebt hat und in der Kindheit ihnen dieses Haus als Prototyp der 20er Jahre hatte er ein Puppenhaus für seine Töchter gemacht, die er jetzt, er hatte keine Enkelkinder und ich erzählte ihm, dass wir die Puppenstuben am Restaurieren sind, die wir auf dem Speicher gefunden hatten. Und er war sehr erfreut, dass wir uns hier für interessierten. Und ich habe das mit meinem Mann dann geholt und er hat es kaum restaurieren müssen. Es war perfekt in dem Zustand, es waren nur Kleinigkeiten. Ein komplettes Haus der 20er Jahre mit einem ganz modernen Akzent, der Frankfurter Wellenschrank. Ist zwar noch traditionell, aber auch hier eine Badewanne und Materialien, die für die 20er noch gar nicht üblich waren. Nämlich Mahagoni in der Holzwahl und auf dem Boden Linoleum.
Die Puppenstuben sind ja bis heute ein Teil von Kinderspielzeug. Hier sind Stuben aus den 30ern zu sehen. In drei dieser Kästen ist sogar ein Volksempfänger, der für die Propagandazwecke der NSDAP genutzt wurde und die Idylle der 30er Jahre aufzeigt, die aber wahrscheinlich mit starken Unterbrechungen und fürchterlichen Erschütterungen versehen war. Hier ist sie erhalten, auch im Stil. Man kann hier noch ein Wohnzimmer sehen und daneben ein Herrenzimmer mit einem Schreibtisch und einer Schreibmaschine und auch hier wieder der Volksempfänger. In den 40er Jahren wird es arm und es wird nur noch provisorisch, können Möbel hergestellt werden. Die Väter machen das oft selber. Also die sind wirklich jetzt aus den Sammlungen, nicht aus dem Erzgebirge, sondern die habe ich im Anschluss meiner Sammlung bekommen und man sieht, wie die Armut hier auch in den 40ern deutlich wird. Die neueste Errungenschaft hier in Alsfeld ist ein Haus, das ein Vater, der viele Jahre nach dem Krieg aus der Kriegsgefangenschaft in Russland kam und seine Tochter, die schon fast 6 war, wieder kennenlernen musste. Und er hat ihr dieses Weihnachtsgeschenk gebastelt mit einer wirklich fachlichen Kompetenz und mit einer Schönheit, die nichts entbehrt. Es ist ein Schlafzimmer, eine Küche und ein wunderbares Treppenhaus. Also wo eigentlich für mich die Symbolik drin steht, der 50er Jahre, es geht wieder aufwärts. Und die Familie hat uns das hier zur Verfügung gestellt, dass wir diese Geschichte auch damit erhalten und daran erinnern, wie diese Arbeiten auch wieder Familien zusammengeführt haben und sie geheilt haben nach den Schrecken, die der Krieg ihnen zugeführt hat. Hier kommen wir so in die älteste Stubenecke. Hier ist eine Biedermeierstube mit einem kleinen Sekretär aus Kirschbaumholz und alten Biskuitpuppen und eine Teezähne, die bürgerliche Situation dieser Zeit wunderbar repräsentiert. Ein Kaufladen aus den um die Jahrhundertwende, der hier viele kleine Kuchen zeigt, eine Mamsell mittendrin und diese typischen Auslagen zeigt, man hat, eigentlich ist es ein Kolonialwarenladen. Meine Puppenstubensammlung oder unsere Puppenstubensammlung ist nicht wegzudenken ohne unsere große Familie mit 5 Kindern, wo immer viel Lego rumfiel und viele Barbies und ein riesen Tohuwabohu. Und hier war in einer Stube und da wurde nichts dran gerüttelt. Und es stand so, wie es stehen sollte. Es ist ein kleiner Traum, der sich hier erfüllt und die Zeit ist stehen geblieben. Und sie lockt heute noch in Alsfeld den Traum zu erkennen, der in Bildern sich aufzeigt und ein Teil von Realität ist, die wir vielleicht nicht mehr zur Verfügung haben.